Hier sitzen wir im Detroit Electric. Der ist von 1915. Und das war die Zeit, als Elektroautos, zumindest in Amerika, in den Städten, eine richtig große Rolle spielten. Man stritt sich damals noch darüber, was wäre eigentlich die Zukunft. Ein Dampfauto konnte von jedem bedient werden. Jeder Schmied kannte die Technik, weil es überall Dampfmaschinen gab. Ein Elektroauto, schön leise, aber man kam nicht weit. Deswegen war das in den Städten sehr weit verbreitet. Und zu einem Benzinauto brauchte man eigentlich immer noch einen Chauffeur, weil die angekurbelt werden mussten. Der Anlasser war noch nicht erfunden. Und es ging auch häufiger mal etwas kaputt. Chauffeur heißt ja Heizer. Das heißt nicht Fahrer. Erstmal dran gewöhnen, dass das Fahren natürlich völlig anders geht. Man lenkt mit dem großen Hebel, wie man, wenn man nüchtern überlegt, ist ja ein Lenker viel vernünftiger als ein Lenkrad. Wer würde an sein Fahrrad oder Motorrad ein Lenkrad machen? Ein Lenkrad war mal eine Notlösung, weil es keine Servolenkung gab. Aber heute haben alle Autos Servolenkung. Wir könnten also wieder vernünftig mit einem Lenker lenken. Das ist komisch, nicht? Dass es sowas nicht gibt. Ja, das war damals das Auto der High Society. Man fuhr in den Städten und man wollte auch im Winter fahren. Deswegen war das ein geschlossenes Auto. Das gab es eigentlich im normalen Betrieb nicht. Die meisten Autos waren offen. Das führte dazu, dass sich Leute wie Edison dafür interessierte. Der war auch an der Firma beteiligt. Eine berühmte Fahrerin. Es gab häufig Fahrerinnen, denn diese Autos musste man nicht ankurbeln wie ein Benzinauto. Eine berühmte Fahrerin war Frau Ford, Frau Clara Ford. Der waren die Autos ihres Mannes etwas zu einfach und zu klapperig. Und ein Elektroauto fährt natürlich immer vornehm, leise, lautlos. Wie heutige Elektroautos. Ja, beim Elektroauto sind Batterien natürlich immer sehr wichtig. Vorn und hinten ist alles voller Batterien. Das bringt das Gewicht von dem Auto richtig hoch. Der wiegt 2,4 Tonnen. Obwohl die Karosserie aus Aluminium ist. Hatte man damals schon. Die Batterien sind natürlich neu. Aber schließlich ist die Luft im Reifen auch neu. Und man muss ja auch Benzin beim Benzinauto neu reinfüllen. Besonders schön ist bei diesem Auto, ist, dass die ganze Inneneinrichtung, die Polsterung, noch original ist. Von 1915. Die hat sich dadurch so gut erhalten, weil dieser Wagen nämlich 1930 einmal modernisiert worden ist. Und dabei hat man Schonbezüge mit Druckknöpfen über die alten Polster gelegt. Lenken erfolgt mit einer Lenkstange. Die ganze Gangschaltung, das Bremsen, geschieht mit diesem einen Hebel. So ist er in Nullstellung. Dann kann ich ihn nach vorwärts bewegen. Er wird immer schneller. Ich ziehe ihn zurück, dann bremst er. Und wenn ich alles halb hoch mache, geht alles in rückwärts. Wenn man es geschnallt hat, ist das ganz einfach.
Ja, das ist das Automuseum Melle und das hat den Beinamen Geschichte auf Rädern. Und das zeigt's eigentlich. Denn die Geschichte der Mobilität, der Motorisierung, die ist etwas ganz Wichtiges in der Geschichte der Menschheit. Und wir sind hier in einem Gebäude, was diese ganze Zeitspanne auch beinhaltet. Es war ein frühes Industriegebäude, was man so elegant gebaut hat, dass es aussah wie ein Palast. Und die Fahrzeuge, die hier gezeigt werden, sind wirklich fahrbereite Fahrzeuge, sodass man auch nachvollziehen kann, wie war es eigentlich damals und was haben wir in der Zwischenzeit erreicht.